Tag und willkommen zu unserem Kurs über die Grundlagen der Energietechnik. Wir wollen uns in diesem Video über den Unterschied auseinandersetzen, was ist der Heizwert und was ist der Brennwert bei Prozessen, weil das zwei Begriffe sind, die in der Energietechnik eine entscheidende Rolle spielen. Deswegen wollen wir sie direkt zu Beginn des Kurses einmal einführen, also Heizwert und Brennwert. Wenn man dort berücksichtigen muss, dass diese beiden Begriffe leicht oder unterschiedlich zu verwenden sind und die Angaben wie Heiz- und Brennwerte von Brennstoffen, die unterscheiden sich und man muss halt verstehen, was dahinter steckt. Man kennt das im Hausgebrauch insbesondere bei der Brennwertheizung oder Brennwertkessel. Das heißt also, dass man bei modernen Anlagen mittlerweile immer vom Brennwert spricht und nicht vom Heizwert. Das heißt also, wie unterscheidet man diese beiden Größen? Oder wo kommt der Unterschied her? Im Grunde genommen ist es eigentlich der Unterschied, in welcher Form im Abgas das Wasser, was beim Verbrennungsprozess immer mit entsteht und der Wasserdampf, der dann gelöst ist in dem Abgas, was mit dem passiert, wird der berücksichtigt? Geht der Wasserdampf einfach verloren, ungenutzt oder nutzt man die Energie, die im Wasserdampf steckt, durch einen Wärmetauscher, um durch Kondensation diese Wärmeenergie auch noch zu nutzen, durch eine Vorerwärmung, sodass man dann daraus entsprechend Heizwert und Brennwert ableiten kann. Fangen wir also an mit dem Heizwert. Das heißt, wie ist jetzt der Heizwert definiert? Beim Heizwert haben wir also nur gasförmige Verbrennungsprodukte. Der Heizwert sagt also, es entsteht bei der Verbrennung werden nur die gasförmigen Verbrennungsprodukte berücksichtigt. Werden energetisch nur gasförmige Verbrennungsprodukte berücksichtigt. Also es folgt keine Kondensation. Wie sieht das aus in einer kleinen Skizze? Wenn wir uns überlegen, wir haben jetzt irgendwie einen Kessel, um das Wasser in einem Kreislauf zu erhitzen. Wir haben hier auf der rechten Seite unsere, oder machen wir es mal anwendungsbezogen, eine Heizungsanlage. Das heißt also, wir haben jetzt einen Verbrennungsprozess, den wir uns ansehen wollen, basieren zum Beispiel auf Erdgasbasis, das heißt, wir führen das Erdgas als Brennstoff zu und Luft, haben dann den Verbrennungsprozess, das heißt, wir haben jetzt irgendeine Verbrennungsflamme, die also dann Wärme erzeugt und wir haben dann hier die Zuleitung, machen wir das mal in Rot, also eine hohe Temperatur, wir führen also das warme Wasser in die Heizung, das kommt dann halt abgekühlt wieder zurück und wir schließen hierüber den Kreislauf. Wir haben jetzt hier dann unser Abgas, das heißt hier haben wir also das Abgas, was dann hier nach dem Verbrennungsprozess weggeht und wir haben aber dann keine weiteren, berücksichtigen jetzt keine weiteren Produkte. Das Gas, das Abgas ist gasförmig, also auch beim Verbrennungsprozess das Wasser, was nun mal mit verdampft, als Bestandteil des Brennstoffs wird nicht weiter genutzt und berücksichtigt, sodass wir darüber dann also den Heizwert eines Stoffes haben. Davon zu unterscheiden ist dann der Brennwert eines Prozesses oder eines Stoffes. Also wie sieht das jetzt beim Brennwert aus? Hierbei wird dann noch der im Wasserdampf oder die im Wasserdampf gebundene Verdampfungsenthalpie genutzt. Das heißt, also was haben wir hier, wenn wir die Nutzung oder Berücksichtigung des im Wasserdampf, der im Wasserdampf gebundenen oder enthaltenen Verdampfungsenthalpie.
Enthalpie. Das heißt also die Energie, die ich benötige, wenn man es mal umdreht, ich muss Energie zuführen, wenn ich flüssiges Wasser habe, muss ich Wärmeenergie zuführen, damit das Wasser verdampft. Drehe ich den Prozess um, das heißt also, wird das mit der Wasserdampf kondensiert zu flüssigem Wasser, entsteht dabei Abwärme, die ich dann technisch, energietechnisch nutzen kann. Das macht man sich jetzt bei einer beim Brennwert oder dann entsprechend bei einer Brennwertheizung, dort ist dann der direkte Anwendungsfall zunutze. Also gleiches Bild oder ähnliches Bild wie oben. Wir haben wieder unseren Kessel. Unser Abgas. Wir haben hier dann wieder unsere Heizung. Das ist, denke ich, das plakativste Beispiel. Hier haben wir unseren Heizkörper. Das heißt, also auch hier führen wir führen hier Erdgas zu. Haben also auf der einen Seite unseren Verbrennungsprozess, den wir haben. Das heißt, wir verbrennen hier das Erdgas und führen das dann in unsere Erdgasflamme, wenn wir es mal so darstellen. Die führen wir jetzt hier in die Heizung ein. Das Wasser in dem Kreislauf kommt wieder zurück. In diesem Fall. Und wir nutzen jetzt in dem Abgas, was jetzt also hier abströmt. Da haben wir natürlich noch eine Restwärme, die besteht. Und die nutzen wir jetzt, um jetzt hier, jetzt skizzieren wir das mal etwas besser. Das heißt, wir haben jetzt hier unsere Abwärme oder unsere Restbetrachtung oder die Rücklauf der Heizung und führen die jetzt hier über einen Wärmetauscher an dem Abgas vorbei. Also hier quasi ein Wärmetauscher und kommen dann hier wieder in unseren Prozess zurück. Das heißt, wir nutzen jetzt hier in dem Bereich, haben wir jetzt also dann hier einen Wärmetauscher. Nutzen jetzt die Wärmeenergie, die in dem Wasserdampf, der jetzt hier in dem Abgas Bestandteil ist, um diesen Rücklauf schon wieder fortzuerwärmen. Wir gewinnen durch den Kondensationsprozess Wärme und haben dadurch natürlich eine höhere Auslastung, haben einen höheren Brennwert. Und so ist es dann typischerweise auch, dass wenn man jetzt Heizwert und Brennwert vergleicht, dass also der Brennwert ungefähr 10% größer ist als der Heizwert. Das heißt, also, wenn wir es mal aufschreiben, wenn wir es also der Brennwert ist, ja, ungefähr, das kommt aber ein bisschen auf den Stoff an, aber typischerweise ist es so, dass der Brennwert ist ungefähr 10% größer als der Heizwert eines Stoffs. Das heißt also, daraus lässt sich dann ableiten, wie viel unter Berücksichtigung des Wasserdampfes, wie kann man diese beiden Werte miteinander vergleichen, was passiert bei einem entsprechenden Verbrennungsprozess, ob das jetzt das Erdgas ist oder das Heizöl, hauptsächlich bei Heizprozessen, wie wir sie jetzt bei der Raumwärme kennen, aber auch in industriellen Prozessen, wenn dort dann Kohle oder andere organische Materialien verbrannt werden. Also der Brennwert ist immer ungefähr 10% größer, was aber daran liegt, dass wir die Energie, die im Wasserdampf gespeichert ist, nutzen können und damit natürlich in unserer energetischen Betrachtung mit berücksichtigen und einfließen lassen. Wir wollen uns nun am Beispiel der Methanverbrennung einmal ansehen, wie die Berechnung des Heizwerts und des Brennwerts über die Nutzung der Bindungsenthalpien funktioniert. Was müssen wir dazu machen? Schauen wir uns erstmal die chemische Reaktion an, wenn wir Methan verbrennen. Also Methan ist ja CH4. Wir brauchen für die Reaktion Sauerstoff und erhalten dann als Produkte Kohlendioxid und Wasser, was wir auch brauchen, damit die chemische Reaktion korrekt ist. Wir brauchen 2 Mol Sauerstoff, 1 Mol Methan. Auf der rechten Seite entsteht 1 Mol Kohlendioxid.
Und wir haben aber dann noch 2 Mol Wasser. Das ist also die chemische Reaktion bei der Methanverbrennung. Und was wir nun uns ansehen wollen, ist anhand der Bindungsenthalpien, wie lassen sich nun Brennwert und Heizwert chemisch unterscheiden. Also wie sieht das aus? Die Bindungsenthalpie, Standardbindungsenthalpie von Methan beträgt gerundet minus 75 Kilojoule pro Mol. Die Bindungsenthalpie von Methan. Der Sauerstoff, weil es ein Molekül ist mit 2 gleichen Atomen, da ist die Bindungsenthalpie 0. Und dann auf der rechten Seite haben wir das Kohlendioxid. Das hat eine Bindungsenthalpie von minus 394 Kilojoule pro Mol. Und das Wasser, da müssen wir jetzt beachten, wir unterscheiden natürlich jetzt den Heizwert und Brennwert. Das heißt also, liegt das Wasser nach der Reaktion flüssig oder gasförmig vor. Das heißt also, beim Wasser müssen wir unterscheiden in die flüssige, den flüssigen Aggregatzustand und den gasförmigen Aggregatzustand. Das guckt man einfach in Tabellenwerken nach. Das flüssige Wasser hat eine Bindungsenthalpie von minus 286 Kilojoule pro Mol und das gasförmige Wasser von minus 242 Kilojoule pro Mol. Die Differenz zwischen beiden Zuständen, das sind genau 44 Kilojoule pro Mol. Das ist die Enthalpie, die man braucht, um den Aggregatzustand des Wassers zu verändern. Das heißt, das ist die Energiemenge, die ich zuführen muss, um ein Mol Wasser, flüssiges Wasser zu verdampfen. Dafür brauche ich 44 Kilojoule für ein Mol Wasser. So, das heißt, nun haben wir alle Bindungsenthalpien zusammen. Jetzt müssen wir uns überlegen, wie hatten wir das definiert? Hier oben in unserer Reaktions- oder in der Definition des Heizwertes und des Brennwertes. Das heißt also, beim Heizwert hatten wir gesagt, wir haben nur gasförmige Verbrennungsprodukte. Das heißt, das Wasser liegt gasförmig vor. Beim Brennwert berücksichtigen wir hingegen, dass das Wasser dann kondensiert, wir also flüssiges Wasser haben nach dem Verbrennungsprozess und natürlich dann wir einen anderen Aggregatzustand haben. Das führt natürlich dazu, dass wir dann hier einmal flüssiges und einmal gasförmiges Wasser berücksichtigen müssen. Das wollen wir nun also einmal ausrechnen. Zunächst für den Brennwert. Wieder ausgehend von dieser Reaktionsgleichung hier, also Ca4 plus 2O2 ergibt Kohlendioxid und 2 Mol Wasser. Das müssen wir jetzt mit einfließen lassen. Das heißt also, wenn wir es mal ausrechnen, wir haben also auf der linken Seite, weil wir die chemische Bindung aufbrechen müssen, haben wir natürlich jetzt hier 75 Kilojoule pro Mol. Das heißt, das umgekehrte Vorzeichen natürlich hier genau, wir müssen diese Bindung natürlich aufbrechen. Dann kommen 0 Kilojoule pro Mol hinzu. Bei der Nutzung des oder beim Sauerstoff machen wir es korrekt zweimal, weil wir natürlich 2 Mol haben. Und dabei entstehen also nun entsteht Kohlendioxid, also minus 349 Kilojoule pro Mol minus 2-mal. Und bei dem Wasser, das soll also zunächst flüssig vorliegen. Das heißt, wir müssen hier dann die 286 Kilojoule pro Mol berücksichtigen. Also das heißt, wir haben hier flüssiges Wasser. Das Wasser ist flüssig, schauen wir mal auf. Es ist nach dem Prozess kondensiert. Das ist im Experiment, also im Autoklavenrohr zum Beispiel, durchführen müssen, würden, damit das Wasser danach wieder kondensieren kann und wie die Energie dabei zurückgewinnen. Wenn wir also dort die Rechnung aufstellen, das heißt, wir summieren das auf, entsteht als Reaktionsenthalpie minus 891 Kilojoule pro Mol. Entsprechend beim Heizwert, dort sind also alle Produkte gasförmig, das heißt also, wir haben das Wasser
gasförmig. Auch dort auf der Seite der Edukte 75 Kilojoule pro Mol plus 2 mal 0 Kilojoule pro Mol vom Sauerstoff. Und das geht dann über in, das bleibt natürlich hier das gleiche, 394 Kilojoule pro Mol für die Bildung des Kohlendioxids. Und dann haben wir minus 2 mal, und jetzt haben wir natürlich das Wasser in gasförmiger Form vorliegen, also 242 Kilojoule pro Mol, macht also in Summe minus 803 Kilojoule pro Mol. Das heißt also, der Heizwert ist damit etwas kleiner, das sind ungefähr 10%. Die Differenz zwischen diesen beiden Werten, das sind halt genau 88 Kilojoule pro Mol, das Doppelte der Verdampfungsenthalpie von Wasser, weil wir natürlich 2 Mol Wasser haben, deswegen haben wir natürlich auch die doppelte Menge hier an der Stelle als Verdampfungsenthalpie von diesen 44 Kilojoule pro Mol. Na, und wir sehen jetzt also das, was wir auch vorher uns schon überlegt haben in unserer Betrachtung, dass also der Brennwert ungefähr 10% größer ist als der Heizwert. Das hatten wir uns ja überlegt bei der Betrachtung. Das kommt also auch beim bei unserer chemischen Reaktionsbetrachtung ziemlich genau aus. Das sind ungefähr 10%, die da entstehen. Liegt einfach an dieser doppelten doppelten Verdampfungsenthalpie von Wasser. So kann man das mit anderen Reaktionen ebenfalls machen, die auftreten. Entscheidend ist halt immer, ist das Wasser nach der Reaktion flüssig oder gasförmig vorliegend, und beim Phasenübergang des gasförmigen zum flüssigen Wasser gewinnt man nochmal Energie, die in der Betrachtung von Heizwert und Brennwert berücksichtigt werden müssen.